Hallo und herzlich willkommen hier bei AFALM auf der IFA 2013, wo wir alles für das schnellste Heimnetz zeigen. Und was Heimnetz eigentlich heute bedeutet und wo die Geschwindigkeit herkommt, das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Ja, und zu einem Heimnetz, da gehört nicht nur die klassische Vernetzung, sondern auch ganz andere Themen, wie nämlich Telefonie und neben Telefonie auch noch Smart Home und Media. Und all das haben wir in einem neuen Produkt, das wir hier auch zeigen. Das ist unser neues Fritz Phone C4. Das Fritz Phone C4 ist dann das vierte Telefon in unserer Fritz Phone Serie. Es ist natürlich das optimale Telefon für eine Fritzbox, um damit zu telefonieren. Aber das C4, das Fritz Phone, das kann auch viel mehr und das zeige ich jetzt nochmal. Eine Möglichkeit zum Beispiel in Verbindung mit unseren intelligenten Steckdosen, da haben wir hier den Fritz Deck 200, ist die Möglichkeit zu gucken, ob diese Verbraucher gerade angeschaltet sind, was sie verbrauchen und sie gegebenenfalls auch zu schalten. Und das finden wir hier natürlich im Menü im Bereich Heimnetz und da haben wir dann entsprechend einen Menüpunkt, der heißt Smart Home. Und wenn ich dort reingehe, dann sehe ich, dass der Aktor gerade angeschaltet ist, das heißt die Lampe ist an, das sehe ich auch, sie verbraucht 39,3 Watt und ich kann sie jetzt hier einfach per Tastendruck ausschalten, das Licht ist aus, der Stromverbrauch auf 0 Watt gegangen oder kann sie auch wieder anschalten. Aber damit also die Möglichkeit, Verbraucher in meinem Heimnetz direkt abzulesen und zu schalten, das ist der Bereich Smart Home und wir gehen nochmal zurück und finden dann ebenfalls im Bereich Heimnetz den Punkt Media Player, denn wir können mit einem Fritz Phone auch Musik hören. Und das mit dem C4 besonders schön, denn das hat an der Seite ein Stereo-Headset. Da kann man also auch wunderbar mal einen Kopfhörer anschließen oder vielleicht auch seine Stereoanlage. Das Ganze aber auch wieder im vernetzten Heim. Da haben wir einen WLAN-Lautsprecher und das sieht dann folgendermaßen aus, dass ich einfach hier auf meinen AVM Fritz Media Server gehe. Das ist meine Fritzbox, wo auf einem USB-Stick in dem Falle meine Musiksammlung liegt. Da gehe ich rauf und dann gehe ich in die Musik rein und wähle hier unter den Interpreten etwas aus, was ich jetzt gerade gerne hören möchte, gehe in den entsprechenden Titel und dann geht es auch schon los. Dann wird die Musik jetzt vom Telefon gesteuert über den WLAN-Lautsprecher wiedergegeben. Mobile Geräte wie Smartphones und Tablets spielen ja heute eine immer wichtigere Rolle, immer mehr nutzen sie. Wir möchten natürlich auch, dass sie optimal zusammen mit einer Fritzbox genutzt werden können. Dafür bieten wir inzwischen 7 Fritz-Apps an. Wer jetzt kurz nachdenkt, denkt, Moment, ich kenne nur 6, genau, eine 7. kommt jetzt neu dazu, wird auch demnächst im Play Store unter Android verfügbar sein. Das ist unsere Fritz-App DSL LTE Hybrid. Wofür ist diese App da? Kurz erklärt, stellen wir uns vor, wir haben also ein aktuelles Smartphone, das LTE-fähig ist und wo auch eine entsprechende LTE-SIM-Karte drin ist, die ja gerade in städtischen Bereichen 50 bis zu 100 Megabit an Downloadgeschwindigkeit anbietet, der neue Mobilfunkstandard. Nun komme ich mit diesem Smartphone nach Hause. Da steht meine Fritzbox und es ist ja nicht unüblich, dass auch in städtischen Bereichen da vielleicht ein ADSL-Anschluss mit 6 oder 16 Mbit verfügbar ist. Und der kann sich eigentlich von den 50 Megabit LTE noch eine Scheibe abschneiden. Und genau das kann er hier tun. Denn wir melden einfach das Smartphone per WLAN an der Box an. Das sehen wir hier. Und dann kann die Box über die Fritz-App Hybrid einfach die LTE-Verbindung von dem Smartphone mitbenutzen. Sodass wir also die Geschwindigkeit von dem ADSL-Anschluss an der Box plus die Geschwindigkeit von der LTE-Verbindung des Smartphones haben. Das ist dann einfach der clevere Boost, wenn es dann doch mal schneller gehen soll, dass man seine Daten etwas schneller aus dem Internet herunterladen kann. Damit das Ganze funktioniert, brauchen wir natürlich eine gute WLAN-Verbindung vom Smartphone zur Fritzbox. Und abhängig von den baulichen Gegebenheiten kannst du ja schon mal ein bisschen dran hapern. Und da sind wir jetzt natürlich voll im Thema Vernetzung drin. Und da zeigen wir auch 2 neue Lösungen hier auf der IFA. Das eine ist unser Fritz Powerline 540E. Ein Powerline-Adapter, der sich also über die Stromleitung mit einem anderen Powerline-Adapter verbindet, der dann direkt per Netzwerkkabel an die Fritzbox angeschlossen ist. Und der Vorteil hierbei, man sieht es sehr schön auf der Grafik, gerade wenn es darum geht, über mehrere Etagen zu verteilen, was mit WLAN ja durchaus hakelig ist, gehen wir erstmal über die Stromleitung hoch zum Fritz Powerline 540E und der hat einen WLAN Access Point integriert, sodass wir da also ein ganz neues WLAN aufmachen können und dann natürlich auch besten Empfang haben. Alternativ dazu bieten wir auch ganz neu unseren Fritz WLAN Repeater 450E an. Der dient ganz allgemein dazu, die WLAN-Reichweite zu vergrößern. Er meldet sich einfach per WLAN an einer Fritzbox an und ein weit entferntes Gerät, zum Beispiel das Smartphone, kann sich dann einfach über WLAN an den Repeater anmelden und erreicht die Daten weiter. Der 450E, wie es der Name sagt, nutzt dabei die volle WLAN-N-Geschwindigkeit, also 450 Megabit, um noch schneller Daten übertragen zu können.
Und unten haben wir dann auch bewährt unseren Gigabit-LAN-Anschluss mit dran, damit man zum Beispiel ein Gerät, das nicht WLAN-fähig ist, einfach per LAN anschließen kann und dann über die WLAN-Verbindung des Repeaters das Gerät in das Netzwerk mit reinholt. Ja, dass ein Repeater nämlich deutlich mehr machen kann, als nur ein WLAN-Signal zu verstärken, das zeigen wir hier mit unserem Fritz WLAN-Repeater DVB-C. DVB-C, man kann es erahnen, das hat etwas mit Kabelfernsehen zu tun. Und man sieht hier unten tatsächlich, ist ein TV-Kabel angeschlossen. Das heißt, der Repeater ist ganz normal mit einer Kabel-TV-Dose verbunden und ist jetzt in der Lage, das Fernsehsignal als Stream im Netzwerk anzubieten. Das heißt, es hier ist nicht darum, mit dem Fernseher das Signal zu empfangen. Das tun wir ja eh schon. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem PC einfach als sogenannten Second Screen ebenfalls Fernsehen zu gucken. Das geht mit dem PC, das geht mit dem Notebook, das geht aber auch mit dem Tablet oder mit dem Smartphone. Hier haben wir das Ganze auf dem Tablet, auch das einfach über die WLAN-Verbindung kann das auf TV-Signal zugreifen. Und wir können jetzt auch ganz einfach am Tablet den Kanal wechseln, indem ich einfach hinwische. Und dann können wir also durch die verschiedenen Programme, die der Fritz WLAN-Repeater DVB-C hier empfängt, durchschalten und Fernsehen auf dem Tablet gucken. Das Heimnetz steckt also voller Möglichkeiten. Was wir dafür brauchen, ist Geschwindigkeit. Und wir bieten ja alles für das schnellste Heimnetz. Und das schnellste Heimnetz, das haben wir heute mit der Fritzbox 7490, unser Star hier auf der IFA, unser neues Topmodell. Mehr Geschwindigkeit, das beginnt beim Internetzugang. Sie kann ADSL und VDSL natürlich. VDSL auch schon mit Vectoring, das neue Verfahren, das ja aktuell die Geschwindigkeit verdoppelt am VDSL-Anschluss. Aber da ist nicht Ende, es geht noch weiter Richtung Gigabit-Geschwindigkeit. Und genau das kann die Fritzbox 7490 dann auch durchsetzen. Wir nennen sie auch die Gigabit-Box. Sie ist also vorbereitet für zum Beispiel Glasfaseranschlüsse, wo wir dann tatsächlich 1 Gigabit aus dem Internet ins Heimnetz durch die Firewall reinholen können. Mit Gigabit geht es dann auch weiter. Wir haben natürlich Gigabit-LAN-Anschlüsse mit dran. Wir haben USB 3.0-Anschlüsse, 2 Stück, einen hinten, einen an der Seite, wo wir auch mehr Geschwindigkeit haben und vor allem aber auch noch mal mehr Leistung, gerade für zum Beispiel mobile Festplatten, die brauchen ja in der Regel etwas mehr Strom. Und eins der Highlight, ebenfalls mit Gigabit geht es auch weiter im WLAN-Bereich mit dem neuen WLAN-Standard AC. Zum Vergleich, die Fritzbox 7390 funkt aktuell mit WLAN N mit 300 Megabit. Die 7490 mit WLAN AC funkt mit 1300 Megabit. Also ein ordentlicher Geschwindigkeitsschub, der viele Vorteile mit sich bringt. Das sieht man hier sehr schön auf der Grafik. Mehr Bandbreite bedeutet auch gerade über eine weitere Entfernung mehr Bandbreite. Und wie auch bei WLAN N, auch ein ganz interessanter Aspekt, ist WLAN AC ein Mehrantennenverfahren. Die 1300 Megabit erreichen wir mit vollen 3 Antennen, die nutzt die Fritzbox auch. Clients wiederum arbeiten oft nur mit einer Antenne. Da kommen auch wieder die mobilen Geräte ins Spiel, denn ein Smartphone zum Beispiel, das neue Galaxy S4, kann ja auch schon WLAN AC, funkt nur mit einer Antenne, aber kurz gerechnet 1300 durch 3 erreicht also 433 Megabit über eine Antenne. Das heißt also auch die mobilen, kompakten Geräte sind deutlich schneller unterwegs. Wir bieten auch für Notebooks passend dazu einen Stick an. Unseren Fritz WLAN USB-Stick AC. Man sieht auch, sehr klein, sehr kompakt, funkt mit einer Antenne, kann man also wunderbar nachrüsten an sein Notebook, an sein PC und erreicht ebenfalls 433 Megabit, also Geschwindigkeiten wie heute ein voll ausgebauter 3-Antennen-Stick, der ja deutlich größer ist. Und das ist eben der große Vorteil, gar nicht, dass man unbedingt die vollen 1300 Megabit ausnutzt, aber eben auch mit sehr kleinen, kompakten Geräten ganz beachtliche Geschwindigkeiten erzielt. Die Fritzbox 7490 bringt also Gigabit in allen Bereichen. Das geht los beim Internet, geht weiter über LAN bis eben hin zu WLAN. Ja, und damit bietet sie das schnellste Heimnetz, zumindest derzeit. Denn wie es weitergeht, das müssen wir dann gucken auf der IFA 2014. Würde mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind, wenn das heißt AVM live von der IFA. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.